Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht. Letzte Folge hier auf Dakar, die Widerstandsquest abgeschlossen. Jetzt geht's schon zur letzten Welt, so gesehen, beziehungsweise von der Story die letzte Welt. Die Starkiller Basis, hier mit Level 8. Starkiller sabotieren, da fehlen uns 8 Minikits, Roter Stein und Vari, die haben wir. Da hatten wir, glaube ich, auch schon die Multiplikatoren gehabt. Okay, natürlich das freie Spiel. Und zwar im ersten Bereich fehlen uns 2. 2, 2, 4, okay. Roten Stein haben wir. Okay, 2, 2, 4 muss ich auf jeden Fall merken. Heute spielen wir einfach mal. Ich habe natürlich wie immer nichts überlegt. Warte mal. Von dem war der Imperator, genau. Nehmen wir den doch mal. Wir brauchen mal ein paar von den Schars. Okay. Der läuft ja ganz komisch. Okay, hier soll ein Minikit direkt sein? Wie soll ich das denn verstehen? Ach, da drin wahrscheinlich, ne? Das ist jetzt so eine Anzeige, die ich gar nicht verstehe. Warte, waren wir hier drin? Ja oder nein? Die Druiden geben mir gerade so richtig auf den Sack. Ich dachte schon, ich treffe die gar nicht. Das wird nicht angezeigt. Wofür habe ich das jetzt hier gerade rausgeholt? Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Hä? Wofür mache ich denn das da kaputt? Jetzt sind, dass es keinen Sinn hat. Ach so. Okay, das müssen wir anscheinend sogar machen. Um allgemein weiterzukommen. Aber das Minikit wird dann anscheinend woanders sein. Diese Pfeile machen mich irgendwie verrückt. Hier soll angeblich auch noch was sein direkt. Warte mal, geht diese weiter. Der Charlotte, die Extremschild, hat ein goldenes Lichtschwert, PDF. Kann ich mit dem Ding irgendwas machen? Ach so, oh Gott. Das musste man mit dem Ding hier überfahren, dann sagt das doch. Chui ist ja gerade sogar dabei. Du versinkst im Schnee. Nein. Ich muss wirklich echt mal daran denken, rechtzeitig zu drücken. Und nicht erst eine Sekunde zu spät. Jetzt haben wir auch bei Berührung zerstören. Das ist ja auch nicht schlecht. Habe ich toll gemacht. Ist da ein unsichtbarer Boden? What the fuck? Weil sonst wird es mir gar keinen Sinn machen, dass dieses Ding da bleibt. Okay, so. Du musst auch noch einer mit Greifhaken spielen. Toll. Kamera. So. Das kann ja jetzt jeder. Was jetzt wirklich ein sehr geiles Detail wäre, wenn man jetzt mit dem Flammenwerfer-Typ hier rein könnte. Aber ich denke auch nicht, dass er das mit drin hat. Das wäre nämlich ein sehr, sehr, sehr gutes Detail. Oh, scheiße. Hey, ich drück doch H. Also ich habe gerade übrigens auf H gehämmert. Dann springt ihn da schneller lang und fällt da eben einfach nicht runter, so. Ich weiß noch nicht genau, wo dieses andere Minikit ist, das der mir gerade die ganze Zeit zeigt. Da ist auf jeden Fall eins in die Richtung. War da oben nicht irgendwas drin? Ah, nicht, ob da war eins, ne? Weil da ist ein lila Stein. Oder da war allgemein der rote Stein. Aber irgendwas Wichtiges muss da gewesen sein, denn da ist dann. Ja. Ah, ne, da kommen bloß Gegner nach, okay. Die hatten wir auf jeden Fall auch schon. So. Wieder eins, was so ganz komisch angezeigt wird. Kann ich mir ja nichts anfangen mit sowas. Okay, da sind die zwei Zielscheiben. Das ist irgendwo da unten. Ich sehe sogar da einen Raum, einen versteckten, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ist irgendwo wie so eine versteckte Tür oder sowas?
Muss ja eigentlich. Irgendwo muss es ja wieder so einen versteckten Eingang geben. Ach da, ja wahrscheinlich durch das Ding da. Gerade kann ich da nicht einfach rüberfliegen oder ist das zu hoch? Bestimmt zu hoch. Aber ich könnte auch einfach so machen. Ahaha! So geht's natürlich auch. Kannst du da durch? Nein. Dann brauchen wir einen E-Bock. Was war das für eine Verzögerung? Yep, da ist es. Ein Wamper. So, wir kriegen die Wamper da weg. Geile Moves. Deswegen ist das, glaube ich, nicht das Ziel, was wir machen müssen. Okay. Wie kriege ich den Wamper da weg? Komm, Peppity, hast du ernsthaft Angst vor dem Wamper? Okay, muss ich einfach nur besiegen. Und dann kann man das ja auch freischalten. Aber dass Peppity Angst vor dem Wamper hat, ist schon fast peinlich, ne? So, zwei. Fragst du sie noch irgendwo eins? Dann wieder den hier. Hier waren wir auf jeden Fall mit Sicherheit nicht drin, ne? Wir noch schnell den Schild aus, dass der andere auch durchkommt, weil der ja dann bestimmt nicht rüberfliegt. So, ich hoffe mal, dass er auch diesmal kommt und dann nicht irgendwo hängen bleibt. Wo ich den Teil da schön überspringen. So, sehe ich irgendwo Pfeile? Nein, sehe ich nicht. Also bisher sehe ich keine Pfeile mehr. Werde, bevor ich nachher weitergehe, auf jeden Fall nochmal schauen. So, das hatten wir auf jeden Fall schon. Da war ich mir auch sicher. Dass wir die Druiden auf jeden Fall gemacht haben. So, das hier war das, was so verbuggt war bei mir. Genau, weil ich einfach nicht da einbauen kann, wo ich möchte. Weil er immer nach oben baut. Genau, da möchte ich hinbauen. So. Dann drücke ich da drauf. Da geht das Ding nämlich da durch. Dann muss ich das schnell kaputt machen. Oben hinbauen. So, kurz warten, bis das Ding da durch ist. Ach ne, es geht auch automatisch, okay. Und dann muss ich es, glaube ich, da hinbauen, ne? Oder auch nicht. Okay, jetzt bisher sehe ich hier auch keinen Pfeil. Da wird hier in der Nähe erstmal nichts mehr sein. Dann gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Komm, kann ich da erst rein, wenn der fast unten ist? Komm, fass mal, geh rein, sonst fährt das Ding nicht los. Lift jetzt für zwei Personen gemacht. Aber scheint der Abschnitt hier noch nicht zu Ende zu sein, weil ich die Sequenz nicht überspringen kann. Das heißt, es wird wo weitergehen. An dieser Stelle. Ja, geht es auch. Ah, die Flaggen, genau, die hatten wir letztes Mal nicht alle gefunden gehabt. Ich erinnere mich. Ich hatte mich jetzt mal gesucht gehabt, die Flaggen. Ich folge einfach mal den Pfeilen, die zeigen mir an, wo die Flaggen sind. So, okay, wieder ein bisschen schneller laufen. Da komme ich so nicht durch. Der ist ein Droide, der kann da so durch. Das ist mich interessiert, was passiert, wenn ich da mittendrin den Charakter wechsle. Hier irgendwo soll eine sein. Genau da. Zwei von vier. Wieso? Genau. Das klappt nicht. Ach komm, willst du dir jetzt erzählen, dass du da nicht vorbeikommst? Jetzt backt er da so ganz komisch rum. Gut, dann gehen wir eben der Geschwindigkeit hier durch. Geht nicht anders. Der Charakter anscheinend so blöd, sich schneller zu bewegen. Ich komm hier nicht vorbei, Alter. Oh, Alter, ey. Dieses Spiel ist manchmal so komisch. Ich komme hier nicht raus.
muss ja doch dieser blöde Zaun da sein. Ja gut, dann machen wir es eben so. Da müssen wir mal ganz kurz mal ein bisschen cheaten, weil ich kann auch nichts dafür. Dieses Spiel wird es leider so. Das Geschütz erstmal... Oh, Scheiße. Das Geschütz dann erstmal ausschalten. Mit einem Schaf, nicht reicht auch. So. Okay, genau. Was, der kann das nicht? Weil anscheinend hat sich der Charakter da festgebackt. Aber ein Glück haben wir ja ein zweites. Wirklich einen zweiten Spieler ganz kurz zu aktivieren. Also dieses Geschütz erstmal wegbringen, dass der Charakter da nicht mehr rumbackt. So, jetzt kann ich den zweiten Spieler wieder ausmachen. Aussteigen. Aussteigen. So, genau. So, das kennen wir ja auch schon. Jetzt brauchen wir noch zwei Flaggen. Wo sind die zwei Flaggen? Hier ist eine. Die andere ist da hinten. Und da ist noch irgendwas zum wegbrennen. Wo ist unser Flammentruppler? Da. Okay, ein Loch. Wo mir hier nichts angezeigt wird, muss ja hier was sein, weil hier waren wir bestimmt nicht drin. Ach, hier ist auch noch ein Minikit versteckt. Schönes Versteck. Ja, und dummer Sprung. Okay. Wo ist denn der andere Scheit schon wieder? Fuck. Was Unnötiges. Die Chance nicht einfach von selbst rüberkommen. Kannst du dich da festhalten? Nein, kannst du nicht. Und dass eben nicht jeder mit Blaster sich an diesen Dingern festhalten kann. Das fand ich früher echt besser, weil da wusste man immer genau, welcher Char das kann. Ja gut, dann machen wir es eben so. Also ich muss da nicht mehr drücken. Ich drücke trotzdem irgendwie immer wieder. Da oben ist sogar Hühner. Bringt der mir irgendwas? Nee, gut ab. Dann brauchen wir nochmal ganz kurz Chewbacca, der da nochmal Feuer und Flamme reinschmeißt. Nee, der schmeißt eine Bombe da rein. Geht das wieder nicht? Ich schmeiß die scheiß Bombe da rein. Okay, müssen wir nochmal was anderes machen. Also im Grunde kann ich das nicht anvisieren, ich weiß nicht warum. Das scheint, glaube ich, auch dasselbe Problem zu sein wie in dem einen Level, was wir da hatten. Weil da konnte ich ja auch nicht decken. Aber jetzt haben wir auch noch hier mit Quietschstimmen auch noch. Auch ein letztes Detail, warte, bevor ich jetzt weiterkämpfe, mache ich das kurz wieder an. War ich auch unnötig. Warum kann ich mit Super-Detonatoren nicht mehr schmeißen? So. Hier unser Palpatine. Das ist irgendwo noch das Dings. Ich will einfach alles kaputt machen direkt. So, Minikit, zack. Jetzt brüche ich mir das mal auch aus, ob ich damit Boba auch hochkomme, dann würde ich mir ein bisschen Zeit sparen. Was, der kommt da nicht hoch? Ernsthaft? Der kommt überall sonst wo hoch, aber hier nicht. Er kommt da nicht hoch. Gut, dann einmal hier ran. Das passt uns schon. Genau, man muss dann bloß einmal die Dinger zusammenbauen und sich dann daran hängen. Geht ja noch. Das stimmt. Boah, ja, zwei Charts hätte sowieso nicht funktioniert. Gut, hätte schon funktioniert. Nächsten Abschnitt. Ich wollte jetzt nicht extra rausgehen wegen diesem einen kleinen Teil da. Deswegen. Ich wollte Palpatine haben. Das wäre einfach unnötig gewesen. Hier ist was versteckt. Achso! Ich dachte, ich muss da runter oder so. Da kommt direkt das Minikit raus. Gut, wird ja auch hier angezeigt. So, da oben ist noch eins. Da kommen wir gleich hin. Gucken wir nochmal, was hier noch so ist. Die sind alle da hinten noch irgendwo versteckt. Warte mal, hier ist so eine Plattform. Kann man gar nicht lang. Aber diese unsichtbaren Wände, die nerven mich wirklich total. Um nicht zu sagen, die machen mich total irre. Oder diese Videosequenzen hier.
Eigentlich spiele ich ja freies Spiel, dass ich die nicht sehen muss. So, da hinten oben sollte auch kein Akt sein. Wenn wir mit dem Flieger dahin fliegen. Aber das war jetzt relativ einfach gewesen. Halt dich fest, halt dich fest! Depp. Ah ne, nur auf die komplizierte Art. Ach warte mal, ich kann halt einfach das Katapult aufbauen und dann einfach mit BB-8 da hochgehen. Nein, ich will nicht Ray, ich will BB-8. Hatten wir auch schon ewig nicht mehr gesehen, so ein Katapult. Kam aber wirklich recht selten vor, muss ich sagen. Also zumindest den späteren. Was? Wo hatten wir das Minikit denn nicht gehabt? Oder hatten wir kein BB-8 dabei? Ah, ich glaube, wir hatten wahrscheinlich kein BB-8 dabei, ne? Ja, warum war anscheinend das hier? Und ja. Das ist genau das hier. Hä? Ach egal, ach ich scheiß da jetzt drauf, komm. Gehen wir einfach durch jetzt hier. Warum mache ich das überhaupt? Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache. Ich kann doch einfach so hier rein. Ich verschwende hier schon wieder unnötig Zeit. Du willst doch nur die Folge in die Länge ziehen. Ja, weil ich das auch so nötig habe. Deckungspassage. Ich störe mich ja hier an der Stelle eigentlich besonders. Ich muss natürlich aufpassen, dass wir hier kein Minikit verpassen. Weil das hier nicht so das Level mit dem einen Minikit da, wo man auf die Zielscheiben da schießen musste. Ne, jetzt war was anderes, oder? Das hier war, glaube ich, nämlich hier schon Levelende. Ne? Ich glaube, es war das eine Bonuslevel mit den Zielscheiben, wo wir mit dem Fahrstuhl da gefahren sind. Ne? Erinnert ihr euch noch? Na komm, mach hin. Ich habe ewig Zeit für sowas. So viel Zeit ausgeballert, damit ich auch hier welche rausholen. Nämlich gerade kann ich mich hier nachher dann wirklich auch wieder frei bewegen. Ja, was ist das denn hier? Ah, die Mausdruiden sind das, die ich besiegen muss. Ich komme nicht aus der Deckungspassage einfach so wieder raus. Okay, jetzt mal hier die Gegner so rum. Mal, dass die Deckungspassage noch zu Ende geht, weil ich glaube, ich nicht diese Boys so treffen kann. Mal, wie komme ich denn, wie kriege ich die da jetzt weg? Ah, warte mal, ich weiß wie. Hätte ich auch denken können. Ja, gut. Das ist eigentlich relativ einfach gewesen. Sieht das so im freien Spiel immer nicht so gut. Deswegen brauche ich auf jeden Fall Phasma. Das war so irgendjemand im Fernglas. Deswegen nämlich die Felder da finden. Jetzt wird sich die Pfeile so verändern die ganze Zeit. So, was jetzt? 7. So, jetzt soll ich ja frei bewegen. Okay, da zeigt mir ein Pfeil, aber ich weiß ja nicht ganz, was ich da machen soll. Es war so, dass ich die Lücke bewegen würde, wo sich die Gegner nicht bewegen. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. 2 von 4. Da sind aber überall Pfeile hinter den Dingern da. Ah, hier komme ich ja auch noch hin. Da, schau mal. Alter, haut doch ab, ey. Da ist der andere Maustruhe, den besiege ich gleich. Erstmal will ich jetzt hier rein. Da kommen wir rein, wenn wir jetzt hier den links umlegen, genau. Ja, ich glaube, hier wären wir so oder so nicht reingekommen. 9 von 10 und dann noch gleich 10 von 10. Habe ich schon 3 Abschnitte gemacht? Wie kam mir vor, wie 2? Ich muss warten, bis der Maustruhe wieder rauskommt. Dann wieder Phasma nehmen, dass ich die besser treffen kann. Na komm da raus.
aus seinem Kämmerchen da. Da ist er ja wieder. Perfekt. Und wir haben die 10 von 10. Ich dachte eigentlich, es wären 3 Abschlüsse gewesen, aber ich glaube, ich habe den einen übersprungen. Können wir raus. Haben wir alles geholt. Aber sehr klar, hier ist ja schon Schluss. Und es scheint das andere mit der Deckungspassage mit diesem Geschützer, wo wir davon so gebackt haben, schon der zweite gewesen zu sein. Obwohl da gar keine Videosequenz zwischendurch kam. Yay, ein Läufer, geil. Imperial Ad Microfighter. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir auch hier an der Stelle die Folge. Und dann geht's nächste Folge weiter mit dem nächsten Level. Und da euch einfach Zeit und möge die Macht mit euch sein. Die Folge Lego Star Wars ist einfach in der Macht. Ist damit leider vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du in die Mitte klicken. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und möge die Macht mit dir sein.